Herzlich willkommen wieder zu meiner Sendung Standort Berlin. Und Standort Berlin heißt natürlich auch, Berlin als Hauptstadt ist auch die Stadt der Diplomaten und der Botschaften. Und ich habe mir heute eingeladen, den Botschafter Belarus, André Giro. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Belarus ist für die meisten Deutschen irgendwo im Osten und man weiß nicht genau so wo. Weil sie gehören nicht zur EU, sie haben auch kein Assoziierungsabkommen, aber sie würden gern dazu gehören. Wenn wir nicht den Begriff Belarus, sondern Weißrussland verwenden, ja, dann wissen schon mehrere Bescheid, ja, wo es liegt. Aber der offizielle Name ist Belarus. Der amtliche Name ist Belarus und ja, wir achten schon darauf, dass wir im offiziellen Schriftverkehr mit dem Auswärtigen Amt, mit den anderen Ministerien, dass unser Land schon so benannt wird, wie es eigentlich richtig heißt, ja, Republik Belarus. Ja. Aber umgangssprachlich, und die Journalisten verwenden das immer wieder, da spricht man einfach Weißrussland und dann oder weiß man Bielorussland, Bescheid. Nicht? Ja, das ist ein Land zwischen Polen und Russland, ja, eigentlich auf dem, ja, kürzesten Wege von Berlin nach Moskau. Da können Sie nicht anders, Sie werden sowieso über Minsk, ja, kommen. Minsk ist die Hauptstadt. Minsk ist die Hauptstadt mit 2 Millionen Menschen. Ja. Insgesamt leben in Belarus fast 10 Millionen Einwohner. Wir sind ein mittelgroßes Land, waren immer in Europa. Mhm. Das Land war ein Teil Europas. Alle europäischen Ereignisse, sei es die Weltkriege, sei es die Vereinigungen, auseinanderzerfallen von den Staaten, das haben wir alles miterlebt. Vom Großfürstentum Litauen über Rzeczpospolita, über Königreich Polen bis zum Russischen Reich, Sowjetunion, da waren wir überall alle dabei gewesen. Und 1991, 92 ist es unabhängig. Ist wieder unabhängig geworden, zum ersten Mal in der Geschichte eigentlich. Ja. Und da standen wir vor den großen Herausforderungen und Aufgaben, wie wir unseren Staat aufbauen, nach welchen Prinzipien, mit wem wir kooperieren sollen, mit wem nicht. Die Regierung in Minsk hat von vorne an daran gedacht, dass wir eine Art Brückenfunktion übernehmen könnten zwischen Westeuropa und Osteuropa. Und wir haben uns bemüht, zwischen beiden Machtzentren unseren Platz einzunehmen. Einerseits die große EU mit 500 Millionen Einwohnern, auf der anderen Seite natürlich das große Russland mit 150, 160 Millionen Einwohnern und das 10 Millionen große Land in der Mitte. War nicht einfach und ist bis heute nicht einfach. Wir haben momentan aus verschiedenen Gründen etwas bessere und engere Beziehungen zu Russland, zu den anderen GUS-Staaten als zur Europäischen Union. Obwohl, das mag für einige auch interessant und neu sein, die EU ist der zweitgrößte und zweitwichtigste Handelspartner für Belarus und kommt aber gleich nach Russland. Es gibt kein Assoziierungsabkommen. Bisher Abkommen gibt es kein, aber das stört nicht, dass die Geschäftsleute direkte Kontakte aufbauen und dass sie den Handel betreiben. Allein mit Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren 2011, 2012 einen Handelsjahresumsatz mit 4,5 Milliarden US-Dollar gehabt. Für Deutschland ist natürlich nicht enorm viel, da sind wir unter den ersten 60 Ländern der Welt. Mhm. Aber Deutschland nimmt somit den zweiten, dritten Platz in der Außenhandelsbilanz von Belarus ein. Und Sie sind ja auch auf den Messen in Berlin vertreten, auf den wichtigen Messen der Grünen Woche, die gerade vorbei ist, und die ETB, die jetzt vor der Tür steht. Warum ist die Grüne Woche für Sie besonders bedeutsam? Sie sind ein Agrarland, aber ohne Assoziierungsabkommen mit der EU, ja, müssen Sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und trotzdem kommen Sie zur Grünen Woche. Es stimmt oder schon. Vielleicht gerade deswegen. Es stimmt schon, dass wir auch ein Agrarland sind. In der ehemaligen Sowjetunion wurde jeder Teilrepublik eine besondere Rolle zugeschnitten. Jede Republik musste diese Rolle erfüllen. Belarus oder Belarusland, wie es so früher hieß, spielte die Rolle der Montagehalle der ehemaligen Sowjetunion. Bei uns hat man die riesengroßen Fabriken, Unternehmen gegründet, wo Ersatzteile und Komplettteile aus der ganzen Sowjetunion geliefert wurden. Bei uns wurden sie fertig montiert und dann weiterverkauft, teilweise auch in die ehemaligen Ostblockstaaten, wie nach Polen, in die DDR, nach Ungarn, in die Tschechoslowakei und so weiter. Wir hatten ein Traktorenwerk in Minsk, das auch bis heute funktioniert, das in den Jahren vor dem Zerfall der Sowjetunion bis zu 100.000 Traktoren im Jahr produziert hatte. Für alle anderen? Ja, es ist klar, dass wir als kleines Land so viel nicht brauchen, aber das war die Montagehalle, da wurde für alle gebaut. Und die Landwirtschaft wurde natürlich auch sehr gut entwickelt, weil alle Maschinen vor Ort da waren und produziert wurden.
Und das ist auch nicht immer einfach zu verstehen, aber fast 50% der russischen Importe an Lebensmitteln kommen aus Belarus. Heute? Heute. Stellen Sie sich mal vor, 50% des Bedarfs von Moskau und Petersburg wird aus Belarus gedeckt. Das heißt, unsere Landwirtschaft ist im Vergleich zu vielen post-sowjetischen Ländern wirklich sehr gut entwickelt. Wir haben moderne verarbeitende Unternehmen in verschiedenen Formen. Es gibt private, es gibt noch staatliche. Und für alle ist der EU-Markt natürlich sehr wichtig. Und deswegen die Grüne Die Grüne Woche, das ist die größte Schau weltweit, was die Lebensmittelindustrie angeht, was die Landwirtschaft, Technik und verschiedene spezielle Bereiche. In diesem Jahr hatten wir fast 100 Personen aus Belarus zur Grünen Woche gebracht. Das waren die Mitglieder des Bauernverbandes von Belarus, die deutsche Landwirtschaft, insbesondere aus dem Bundesland Brandenburg, näher kennenlernen wollten. Und für sie haben wir sogar ein Agrarforum, belarussisches Agrarforum im Rahmen der Grünen Woche organisiert und durchgeführt mit vielen Teilnehmern aus beiden Seiten. Ist denn da nicht gerade ein Assoziierungsabkommen mit der EU besonders wichtig, damit die Exporte Ihres Landes in die EU noch stärker gefördert werden? Ein Abkommen, ein Abkommen ist wichtig, aber das Abkommen allein löst nicht alle Probleme. In der EU, wie Sie sicherlich wissen, gibt es viel Bürokratie. Und da gibt es viele Unterlagen, Dokumente, die man erfüllen muss, um überhaupt liefern zu dürfen. Da müssen die Zertifikate eingeholt werden, die Genehmigungen, die müssen dann alle von allen zuständigen Ämtern überprüft und gebilligt werden. Ein Abkommen hilft sicherlich, das etwas schneller zu machen, aber das funktioniert auch ohne Abkommen, wie unsere Erfahrung zeigt. Wir haben momentan 5 Unternehmen in Belarus, das ist nicht viel, aber das sind die ersten 5, die bereits die EU-Zertifikate erhalten haben und die theoretisch in der EU liefern dürfen. Alle 5 sind oder waren bei der Grünwache dabei. Beimengung beim Futter, keine Pestizide. Ja, genau, grüne Wirtschaft, also Umwelt, ökologische Wirtschaft. Ja. Was natürlich nicht so einfach ist, ist der Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir wissen ja, dass in der EU die Landwirtschaft sehr stark subventioniert wird, dass von Brüssel wirklich große Geldsummen an die Landwirte gehen. Und wir sind aus diesem Prozess ausgeschlossen. Das heißt, wenn wir schon den Preis nehmen, dann sind wir nicht so günstig wie manche Produzenten in der EU selbst. Deswegen auf diesen Markt zu kommen, ist unheimlich schwierig. Dafür, also umso mehr bräuchte man ein Abkommen. Man bräuchte, aber andererseits haben wir ähnliches Abkommen schon mit Russland und Kasachstan im Rahmen der Zollunion. Diese Zollunion existiert seit 2,5 Jahren. Die wird demnächst in den wirtschaftlichen Union, Eurasische Union umgewandelt. Und in diesem Bereich da haben, haben wir alles abgeschafft. Ja, da sind Sie dabei. Und das, was macht in der Ukraine zurzeit die großen Probleme? Ja? Die Ukraine steht jetzt vor der Wahl, das stimmt. Die müssen sich entscheiden, ob sie dann eher in die EU, Richtung EU gehen sollen oder Richtung Zollunion. Obwohl wir in Belarus haben die Formel gefunden, wir sind Teil der Zollunion, aber wir wollen und wir können auch mit der EU. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja. Und keiner soll uns oder darf uns vor die Wahl stellen. Ja. Wir können Sie haben einen Präsidenten, der ein bisschen in der EU nicht gerade geliebt wird. Dafür ist er beliebt im Lande und das ist das Wichtigste für einen Präsidenten. Was nützt einem Ausland beliebt zu werden, wenn eigene Leute ihn nicht lieben? Ja. Gut, also das lassen wir mal bei der Politik, ja, weil viele sehen das hier natürlich anders, sie sind aber Botschafter ihres Landes und das ist natürlich eine Situation, mit der sie dann wahrscheinlich jeden Tag auch konfrontiert werden. Die Landwirtschaft ist ein ganz wichtiger Faktor. Gibt es denn eine politische Partnerschaft zwischen Ihrem Land und der Bundesrepublik und der EU, so wie wir sie ja, wir, die Bundesrepublik Deutschland, haben mit anderen Ländern, zum Beispiel Kasachstan in Sachen seltene Erden, also eine besondere wirtschaftliche Partnerschaft? Naja, wenn ich ganz ehrlich und offen sein kann, wir sind natürlich nicht Kasachstan und nicht die Mongolei. Wir haben keine seltenen Metalle oder Rohstoffe. Deswegen eine strategische Partnerschaft mit Belarus ist in dieser Form noch nicht gegeben. Und für die Bundesrepublik spielen wir wirklich keine sehr große Bedeutung. Keine Bodenschätze? Keine Bodenschätze, kein Gas, kein Gold. Nur Kalidüngemittel haben wir. Wir haben nur kleinere oder geringere Vorkommen an Kalidünger. Sonst nichts. Energiemäßig sind wir auch sehr stark von Russland abhängig, weil Öl und Gas von unserem östlichen Nachbar geliefert werden. Wir haben dran gesetzt, dass wir Alternative
Energien etwas aktiver bearbeiten. Mhm. Und es gab Versuche, sowohl im Bereich Solaranlagen als auch Windparks zu unternehmen, leider ohne großen Erfolg. Wir sind ein Flachland, wir haben keine Berge, wir haben keinen Zugang zum Meer, aber zur Küste. Flachland heißt doch, weht der Wind ordentlich. Nicht so gut wie in manchen anderen Orten. Ja. Unser höchster Berg, ja, Berghügel, ist 345 Meter hoch. Und deswegen haben wir versucht, ein paar 345 Meter. 345 Meter. Ja, und wir haben eignet mit Windrädern. Sich ja nicht mal zum Skifahren, ne? Ja, wir haben mit Windrädern begonnen. Ja. Es gibt zwar zwei, drei Pilotanlagen, die aber natürlich im wirtschaftlichen Bereich das ganze Land nicht versorgen können. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, sind Sie ja total abhängig vom großen Nachbarn Russland. Ganz genau. Ja? Was wir jetzt sehr aktiv und, entwickeln, ist die Biogas und Biomasse. Mhm. Wir haben viel Landwirtschaft, wir haben Viehzucht und da haben wir genug Stoff für die Biogasanlagen. Mhm. Und die werden jetzt landesweit gebaut. Ja, es gab sogar ein, und gibt bis jetzt ein Regierungsprogramm, dass bis zum Jahre 2016 ein Viertel unseres Bedarfs an Energie aus den alternativen Quellen kommen sollte. Und in erster Linie denken wir dabei an Biogas und Biomasse. Helfen wir dabei als Bundesrepublik Deutschland? Ja. Ja, was heißt helfen? Es gibt geschäftliche Beziehungen. Sie verfügen über Technologien, über Know-how. Ihre Leute haben schon längere Erfahrungen mit diesen Biogasanlagen. Und wenn da ein Vertrag unterzeichnet wird, dann helfen die deutschen Fachleute, das Werk aufzubauen, zu betreiben, zu warten. Die machen auch Schulung, Ausbildung von Arbeitern. Mitarbeiten hier in Deutschland teilweise. Deswegen war auch heute eine sehr große Delegation bei der Grünen Woche, weil das alles die Fachleute aus dem Gebiet Landwirtschaft waren, die parallel zur Grünen Woche auch noch ein anderes Programm absolviert haben. Anrigiro ist heute mein Gast, er ist Botschafter der Republik Belarus oder Weißrussland, wie es besser bekannt ist bei uns. Und wir sprechen gleich weiter über die nächste große Messe, an der Belarus beteiligt ist, nämlich die ITB, und über die touristischen Ziele in Ihrem Land. Und da können Sie uns mal richtig den Mund wässrig machen, wo man am liebsten hinfahren sollte. Bis gleich nach der Pause, jetzt gibt es ein bisschen Werbung, wir sind ja Privatfernsehen und danach sind wir wieder da. Bis gleich.